Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Es geht weiter. Wir sind im letzten Part gerade so der epischen Falle von Captain Kirk ausgewichen und sind zurück Richtung Morasul. Soll ich mal gucken, was du der jetzt meldet. Zur rechten Zeit, Vater der Tüchtigkeit. Ist das so? Ich sage es nur ungern, aber meine eigenen Wachen haben mich ausgeraubt. Nein. Diese Hunde, sie sollen keine Tropfen Wasser mehr finden. Okay. Du lässt dich von deinen eigenen Wachen beklauen? Wenn du etwas für mich tun willst, dann bring diese Burschen zur Strecke. Ich habe die Sache schon an den Kopfgeldjäger Bandaro weitergegeben. Ach, Klaffus Wachen, seitdem ja. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ja, kein Problem, die sind schon tot. Die Wachen sind erledigt. Ausgezeichnet, Vater der Stärke. Natürlich hast du dir eine Belohnung verdient. Natürlich. Wenn du mir jetzt noch mein Gold wiederbringst, kannst du dir meines unendlichen Dankes sicher sein. Ja gut. Was haben dir die Wachen gestohlen? Es waren mindestens 700 Goldstücke. Ich will sie wiederhaben. Ja, ja. Yes. Ich bring dir dein Gold zurück. Das wäre nur zu gütig, Meister der Großzügigkeit. Ja, ist er. Hier hast du deine 700 Goldmünzen zurück. Ich danke dir, Vater der Klugheit. Nimm dieses Wasser und einen Teil meines Goldes als Zeichen meiner Dankbarkeit. Meine Gebete begleiten dich auf allen verdorrten Wegen, die du gehen wirst, mein Freund. Das ist aber nett von dir. Und endlich auch Wasser bekommen, mein Gott. Endlich Wasser. Ja, nun, deine Leibwachen haben wir im letzten Part ja doch schon umgebracht. Das waren diese Leute also. Ich verstehe. War easy EXP, würde ich mal behaupten. Wegen Gold muss ich hier bestimmt nichts mehr machen. Werden wir doch mal gucken, ob wir heute die Arena eventuell finden und vielleicht auch kämpfen dürfen dort. Das war bestimmt ein grammatikalisch korrekter Satz, da bin ich mir sicher. Ja. Ich habe immer noch die Vermutung, dass irgendein Typ, der was zu melden hat, sagt, warte mal, er macht irgendjemand unsere Städte kaputt, du Hurensohn. Hallo, Elijah. Sei gegrüßt, Hüter der 1000 Münzen. Du siehst aus, als seist du auf der Suche. Bist du auch ein Jäger der verlorenen Tempelschlüssel von Morasul? Oder führt dich doch ein anderes Geschick als die Gier nach Profit in unser heißes Land, mein blasser Freund? Könnte man so behaupten, ne? Erzähl mir mehr über die Tempelschlüssel von Morasul. Oh ja, das will ich gerne tun. Zufällig habe ich einen in meinem Besitz. Ach. Vielleicht können wir ja ins Geschäft kommen. Vielleicht kann ich dich auch einfach umbringen. Was verlangst du für deinen Tempelschlüssel? Weißt du, den habe ich nicht ohne Grund erworben. Im Tempel liegt etwas, was ich gerne haben möchte. Was? Eine Liebe. Alte Vase. Sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Ich biete dir folgenden Handel an. Ich gebe dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? I guess. Ich hol dir deine Vase aus dem Tempel. Gut. Denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Und wenn du nicht lieferst, wird mir ein Kopfgeldjäger deinen Kopf liefern. Hier ist der Schlüssel. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Würde mir niemals einfallen. Mal sehen, ob ich überhaupt die andere Schlüssel bekomme, weil ich habe die Schlüssel, ehrlich gesagt, nicht in meinem Inventar gefunden. Also, vielleicht ist das wieder nur ein typischer Fall von... ich bin eine Blindschleiche, aber irgendwie, ich meine, ja, hier sind Schlüssel, ja klar. Aber keiner sagt, hey, ich bin der Schlüssel von Morasul. Also, keine Ahnung. Mal gucken. So, seid ihr irgendwas mit Namen? Nee, seid nur langweilig, verstehe. Ibelia, das werde ich nicht zulassen. Nee, das wirst du nicht zulassen, dann lass es halt bleiben. Ich suche die Arena. Schick sieht sehr ja aus, das muss man ja schon lassen. Echt nicht schlecht. Hallo, Fesul. Dich kenne ich nicht. Bist du aus dem Norden? Könnte man so sagen. Auch auf der Suche nach Profit. Was? Ja. Tja, was auch sonst. Und du? Was machst du hier? Ich kaufe, ich verkaufe. Was willst du hören? Ich bin Artefakthändler. Und wenn nicht ständig was schief läuft, bin ich auch ganz zufrieden mit meinem bescheidenen Dasein. Was läuft denn so schief? Was läuft bei dir schief?
Die Sklaven am Tempel haben den Orks die Artefakte gestohlen und sie hier in der Stadt verkauft. Das war eine Bereicherung für jeden Händler hier in Murazul. Doch seit der Sklave Yusuf erwischt wurde, laufen die Geschäfte nicht mehr. Oh. Blöder Yusuf. Erzähl mir mehr über diesen Artefakt-Dieb Yusuf. Er war der beste Dieb unter den Sklaven. Er hat sogar die Schlüssel zum Tempel von Murazul geklaut und sie in der Stadt verkauft. Die Dinger sind das Wertvollste, was die Orks da draußen bisher ausgebuddelt haben. Es sind doch nur Schlüssel. Ja, ja. Aber die Orks wollen in den Tempel. Deswegen würden sie jeden Preis bezahlen, um an die Schlüssel zu kommen. Macht Sinn. Kann dir doch egal sein. Hm. Ich werde dir helfen, dein Geschäft wieder anzukurbeln. Ich will, dass die Sklaven wieder für mich arbeiten. Schon klar, sie sollen Artefakte für dich klauen. Geh zum Tempel und sprich mit dem Dicken. Er beaufsichtigt die Sklaven dort. Mit dem Dicken, mit mir? Mir ist egal, wie du das anstellst. Hauptsache, die Geschäfte gehen weiter. Warum soll er denn mit mir sprechen, hä? Wo ist dieser Sklave Yusuf jetzt? Er ist in die Wüste geflohen. Zuletzt habe ich ihn von Murazul nach Nordosten laufen sehen. Alles klar. Oh, scheiße, wo ist der Nordosten? Zeig mir deine Ware. Was hast du denn Schönes? Wieder nur Scheiße. Beziehungsweise nichts, was sich irgendwie lohnt. Ja gut, 25 Bolzen, wow. Nee, nee. Kannst du behalten. Ist doch wieder nur ein Händler. Naja, Nordosten. Der Norden ist ja schon mal nach oben. Bleibt ja nur so oder so, aber ich jetzt mal eher so. Nee, Osten müsste ja doch. Nee, doch, doch, ja, links. Hallo, Ramon. Hast du dich verlaufen? Sehe ich so aus? Irgendwie schon. Du schaust hier in jede Ecke, als hättest du was verloren. Oder du suchst nach einer Gelegenheit, hier in der Stadt was einzusacken, richtig? Ich? Niemals. Und wenn es so wäre? In dem Fall kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Wie sieht's aus? Unsinn, ich suche Arbeit. Nun, für jemanden wie dich hätte ich da etwas. Aha. Okay, was hast du mir anzubieten? In dieser verdammten Stadt leben die einflussreichsten Händler der ganzen Wüste. Entsprechend groß sind auch ihre Besitztümer. Wenn du mir hilfst, sie etwas zu erleichtern, könnte ich dir beibringen, wie man richtig absahnt. Ui. Gut, ich helfe dir. Was genau soll ich stehlen? Vor einiger Zeit war so ein Quacksalber in Murazul. Er hat den Händlern hier Geschichten von einem großen, bösen Dämon erzählt. Er käme immer bei Nacht und würde den Ungläubigen die Seelen rauben. Natürlich gab es ein Gegenmittel, den Seelenkelch. Er würde jedem, der ihn besitzt, vor dem Dämon schützen. 5 der Händler hier haben ein Vermögen bezahlt, um den Seelenkelch zu kriegen. Seitdem hat jeder von ihnen einen davon neben seinem Kopfkissen stehen. Bring mir die 5 Seelenkelche. Die Idioten werden auch ein zweites Mal bezahlen, wenn sie merken, dass die Dinger weg sind. Okay. Bei wem genau steht so ein Seelenkelch? Faesul hatte einen gekauft. Und Ilja auch, das weiß ich. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Schau dir einfach ihre Betten an. Und komm nicht auf die Idee zu versuchen, ihnen die Dinger selbst wieder zu verkaufen. Das erfordert schon ein wenig mehr Verkaufstalent, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Ja, klar. Ja gut, ich wüsste sowieso nicht, in welchen Häusern sie genau wohnen, weshalb ich wahrscheinlich eh von Haus zu Haus klettern müsste. Aber ob ich das jetzt machen will, ist eine andere Frage. Zumal die wahrscheinlich ein bisschen piss sein werden, wenn ich wieder klaue. Weil das ja sofort jeder weiß. Hallo, ist hier eine Seelekelch? Ja, guck mal, hier ist Seelekelch. Na, wenn ich jetzt einfach mal den Speicher rausmache und dann einfach mal blub. Verschwunden? Ich habe irgendwie erwartet, dass der übrigens silbern ist. Ich weiß auch nicht warum. Hallo, ist hier Seelekelch?
Na, habt ihr Seelengeld? Nein, keine Seelengeld. Nee, nur Gold. Gold will ja wieder keiner. Hier wohnt bestimmt auch keiner. Nee, ist nur das Geschäft. Ja, da guckt ihr blöd, ne? Ich glaube, eure scheiß Seelenkelche. Hofft, dass eure scheiß Seelen hier gefressen werden. Weil ihr mir ehrlich gesagt scheißegal seid. Sind die Händler Butzen, die hier so einen Hochgang haben, ja? Und ich wollte schon sagen, hier waren wir ja eigentlich drin. Ne? Das wäre komisch, wenn er hier drin jetzt wäre. Oh, hallo. Ich wollte ja nicht klauen, ich schaue mich nur um. Ja. Das ist, was ich hier so mache. Da, wo ich herkomme, ist das üblich. Ne? Wenn ihr da was dagegen habt, seid ihr Rassisten. Wollte ich jetzt nur mal so kurz klarstellen. Ich meine nicht, dass euch das auch noch ansatzweise interessiert, schon klar. Aber man kann es ja mal erwähnen, oder? Ja, kommt mir jetzt auch wieder einer. Ich meine, eigentlich muss ich dafür nicht unbedingt speichern. Na, wo ist er denn? Nein, du sollst nicht schlafen. Ah, hör auf damit. Hör auf mit diesem Schabernack. Gib mir Seelenkelch, dankeschön. Wenn nicht anders geht, dann zoom ich halt rein. Zwei haben wir schon. Bestimmt gibt er mir so pro Seelenkelch 100 Gold. Ein Vermögen wird. Okay. Da ist die unsichtbare Tür. Na, hier ist keiner. Außer natürlich einer von denen bringt Variationen rein und denkt sich so, ne? Das lege ich nicht auf mein Bett, das lege ich woanders hin. Dann habe ich ein Problem. Aber so weit ist es ja noch nicht gekommen. Doppelbett, verstehe, aber hier scheint keiner zu sein. Ne, auch nicht. Jetzt verlasse ich mich drauf, dass die auf dem Bett stehen, ne? Das wird mir noch zum Verhängnis werden, glaub mal. Aber wenn ich die nicht finde, ja, mein Gott. Na gut, da unten bei den Pennern werden die ja wohl nicht wohnen, oder? Bei den Sklaven meine ich, nicht bei den Pennern. Aber es kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Ja. So, hier ist auch noch eine Butze. Oh, das sieht ja interessant aus. Eine große Truhe. Hä, das ist aber ein bisschen verlockend. Ja, hat sich jetzt aber auch nicht so sehr gelohnt. Naja, ich nehme es mal mit. Mal gucken, wem es wieder auffällt, dass hier was fehlt. Hallo, habt ihr Seelenkelch? Du hast keine Seelenkelch? Gut. Mach du mal schön weiter sauber. Vielleicht finden wir noch den Dicken. Mit. Ohne Kelch. Findest du. Aber was, wenn er dann doch Erfolg hat? Dann beißt du dir in den Arsch, dass du nicht mitgemacht hast. Na, hier gibt's ja mir auch keinen Seelenkelch. Kann dir doch egal sein. Nee, das ist mir nicht egal. Ich finde es sehr wichtig, dass jeder seinen Seelenkelch hier parat stehen hat. Na, Fasul, was guckst du so blöd? Alter. Was treibst du dich hier herum? Kann dir doch egal sein. Was ist das für ein Gebäude hier? Für diese dumme Frage sollte ich dich auspeitschen lassen. Du stehst hier vor der Residenz eines der mächtigsten Händler Varans. Gonzales hat großen Einfluss hier in der Wüste. Und du wirst seinen Namen ehren oder sterben. Na, ich spuck auf Gonzales. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Könnt ihr nicht, keine Angst. Ja. Ich suche Arbeit. Erzähl keinen Unsinn. Ein Mann wie du ist hier, um Profit zu machen. Jeder kommt aus diesem Grund nach Mor Azul.
oder du willst ein guter Kämpfer werden. Das kannst du von mir lernen. Von dir? Eieiei. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, wie ich erwartet habe. Wie kann ich mich Gonzales erkenntlich erweisen? Jeder weiß, dass Gonzales nur die Männer empfängt, die ihn beeindrucken und ihm Geschenke machen. Oh. Verstehe. Du willst die Mondklinge haben, richtig? Pff, ja gut, weiß ich nicht, warum mich das so hart interessiert, weil... Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich das hier nicht so, mich so hart zum Sklaven machen zu lassen. Nur dafür, dass wir hier der Stadt sowieso dann aufs Maul geben und dann ist nicht mehr. Allerdings suche ich gerade wie ein Bescheuerter die beschissenen Seelenkelcher, also... Hä? Naja, es wird wieder dieses typische... Mach hier Aufgaben... Gefall uns und dann darfst du mit dem großen Großkotz sprechen. Kann ich ihm sagen, dass das ein Arschloch war? Ja, okay. Interessiert ihn nicht. Könnte ihm doch das Gold abziehen, mal ganz ehrlich. Vor seinen scheiß Kopfgeldjägern habe ich ja nur keine Angst. Ich sollte irgendwo den dicken Sklaven suchen, ne? Oh fuck, wo könnte denn ein dicker Sklave sein? Irgendwie habe ich nur 2 Seelenkelche gefunden. Das ist ein bisschen traurig. Egal. Ich guck, wo die Arena ist. Also, ich meine, eigentlich habe ich sie ja schon gefunden, aber... Wo der Idiot ist zum Sprechen. Wo kommt der Uhu eigentlich her? Ich halte das für höchst unwahrscheinlich, dass hier ein Uhu ist. Vielleicht ein Uhu, aber kein Uhu. Ein Uhu würde ich noch durchgehen lassen. So, wir speichern einmal. Hallo, Felipe. Ah, ein neues Gesicht. Bist du dir sicher? Ich bin Felipe und es geht mit dem da links. Ich bin... Interessiert an Ruhm, Ehre und Gold? Dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Nein, ich wollte eigentlich gerade sagen, wie ich heiße, du Wichser. Was sind die Regeln? Du kaufst bei mir einen Kampfpartner. Gewinnst du, bekommst du das Doppelte zurück. Und für den Champion gibt's die Mondklinge. Ui. Gib her. Was genau ist die Mondklinge? Der große Preis für den Champion der Arena. Das weißt du nicht? Pah! Ich kann dir versichern, das ist die wohl begehrteste Waffe, die du hier in Morasul finden wirst. Mann, der Selbst Gonzales, der mächtigste Mann der Stadt, würde die Mondklinge gern in seinem Besitz wissen, möchte ich wetten. Ach was. Ach was. Let's go. Ich bin bereit. Ich will kämpfen. Darauf bin ich gespannt. Kommt in die Arena. Dort tritt nun an der Herausforderer, der Fremde aus dem Norden, gegen den bekannten, gefürchteten und allseits verehrten Paladin. Paladin. Was muss ich jetzt tun? Wenn du nicht kneifen willst, musst du in die Arena gehen. Der Paladin wird dort auf dich warten. Verlässt du die Arena, bevor der Kampf vorbei ist, hast du verloren. Klar? Klar. Dann beweg dich. Klingt einleuchtend. Let's go. Und dann schlagen wir dem Paladin mal die Zähne aus. Na, ja, vielleicht noch vorher einen kleinen Schnitzel. Jetzt bin ich 100% voll. Dann mal speichern. So muss das. Komm her! Ich bin doch schon hier, was sollst du denn? Hilfe, Paladinus! Ja, das hat der Typ ja gerade angekündigt. Der mit dem Schild blockiert jetzt irgendwie sehr wenig. Na gut, das ist ein Paladin. Haha, ich hab besser gespammt als du. Nee. Danke für dein Wasser. Jetzt mal noch einen Schnitzel reinpfeifen. Ich hoffe, die Mondklinge wird irgendwie nicht allzu beschissene Stats haben. So, dass es vielleicht, sich vielleicht auch lohnt. Weil irgendwie die als Geschenk hergeben, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, durchaus beeindruckend. Allerdings glaube ich, dass du nur verdammt viel Glück gehabt hast. Glück? Wir wissen doch beide, dass die große Zeit von Paladin schon lange vorbei ist.
Wenn du es wirklich zu was bringen willst, musst du schon stärkere Gegner schlagen. Ja, Antosh ist da schon von ganz anderem Kaliber. Ein Held des kleinen Mannes. Sehr geschickt im Umgang mit dem Schwert. Na, dann schick ihn her, du Arschloch. Gib mir einen echten Gegner. Ah, du hast Mut. Das muss ich dir lassen. Leute, hergehört. Es kämpft nun der Herausforderer. Der einsame Wanderer des Nordens gegen Antosh, den Nomaden. Er kam aus der Wüste, um den Tod seiner Brüder zu rächen. Ist der Herausforderer stark genug, um gegen ihn zu bestehen? Garantiert nicht. Naja, ich brauche, glaube ich, keine Tipps gegen ihn. Also, das ist ja einfach wieder mal so ein trauriges Geschnitzel. In Esther hier unten. Darf ich eigentlich Magie einsetzen? Wo ist er denn? Mein Gott. Ist aber ziemlich Zeit, Kumpel. Komm her! Da! Oh, da! Okay, jetzt rast du mal nicht gleich so aus hier. Geh, du blockst ab, ich block ab. Ja? Da! Da! Das hat wieder nicht interessiert. Da! Da! Oh! Ach, ich werde aus diesem Kampfsystem nicht mehr schlau. Ich geb's einfach auf. Da! Tschüss! Sogar Stärke bekommen. Uiuiui. Also von ihm ein bisschen Reis. Ich habe irgendwie erstaunlich wenig Fleisch noch übrig, ne? Dafür, wie viel will man schnetzeln? Naja, mal sehen, welche Flachpfeife uns jetzt entgegenwirft. Normalerweise sind das ja nicht wirklich mehr als 3 Kämpfe. Also vielleicht haben wir ja schon gewonnen, ne? Wo sind die jetzt hin? Was ist denn das, Arschloch? Ach, hier ist auch noch Anga. Da bist du ja endlich. Hast du doch noch den Weg zur großen Arena von Morasul gefunden? Lol, gar nicht gesehen. Anga, wie kommst du hierher? Naja, ich bin die Küste rauf und schon war ich hier. Hab ein paar Kämpfe in der Arena hier gemacht. Und im Nu war ich Champion von Morasul. Schade, dass du meinen Kampf gegen Orknarok nicht gesehen hast. Hättest nie aufzeichnen können, ganz ehrlich. Offensichtlich hast du dich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Ja, du hast recht. Ich sammle noch ein bisschen Startkapital. Aber ich fürchte, solange der Krieg der Götter nicht entschieden ist, werde ich auch keine Ruhe finden. Ich bin schon froh, dass wir von dieser verfluchten Insel Korinnes runter sind. Du klingst ein bisschen anders, als ich dich in Erinnerung habe, aber naja, mein Gott, kommst wahrscheinlich in Salta, ne? Erzähl mir von deinem Kampf mit Orknarok. Also pass auf. Zuerst tauschen wir beide ein paar Schläge aus. Tasten uns ab. Wuchtige Schläge treffen mich. Ich versuche zu blocken. Und ich gehe zu Boden. Dann wirbelt er die Axt, als wäre es eine Feder. Ich rappel mich hoch, schlage ihm die Parade weg und erwische ihn voll aus der Drehung. Das war's dann. Und dann haben sie mich zum Champion erklärt. Na, du bist der Champion, alles klar. Mit Waffen hast du es immer noch drauf, was? Ich kann dir noch ein paar Sachen zeigen. Ja, das glaube ich nicht. Champion von Morasul zu sein, bedeutet den Jungs hier schon einiges, was? Naja, die Idioten hier waren ja auch nie in der Minenkolonie. Im Vergleich zu den Schlachten mit den Gardisten von damals sind die Arena-Kämpfe hier ein Witz. Das einzig Interessante daran ist der Preis für den Champion. Die Mondklinge. Tolle Waffe. Tolle Waffe. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ja, nichts, was ich nicht schon wüsste. Super. Na gut, dann würde ich jetzt noch sagen, ich mache einen Cut. Da sehen wir uns im nächsten Mal wieder, wenn wir gegen die weiteren lustigen Leute hier kämpfen. Wahrscheinlich ist der Herr Arena-Leiter einfach schlafen gegangen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.